Guten Tag, hier spricht euer Peter Gaming. Heute ist DFB-Finale in Berlin. Ob wir es schaffen, in diesen zweiten Titel in Folge zu gewinnen, Leute. Gibt es Fragen? Bin mal gespannt jetzt, Leute. Oh, werden. Wir sind bereit, Leute. Die Moral müssen wir ein bisschen hochpushen wieder, Leute. Oh, ja, bin mal gespannt. Ich will den DFB-Pokal holen, Mann. Wir wollen ihn unbedingt holen. Wir wollen noch mehr. Wir wollen alle drei Titel, Leute. Und jetzt holen wir uns den zweiten Titel, Leute. Wir holen uns heute den zweiten Titel, Leute. Ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken. Den zweiten Titel holen wir uns heute. Den zweiten Titel holen wir uns jetzt. Und wir wollen diesen zweiten Titel holen. Wir wollen ihn unbedingt, den unbedingten Willen haben. Und natürlich gucken wir mal nochmal, wie es mit der Mannschaft ausgeht. Da tät ich was sagen, machen wir ihn raus. Dafür nehmen wir heute Werner rein. Dann nehmen wir, ich jetzt sage, Kehrer nehmen wir rein. Weil dann, das sind dann gute Spieler drin. Aber ich habe nicht über. Diesmal werde ich nicht so viele rotieren, habe ich nicht gedacht, dass man. Weil eins können wir Lewandowski die Chance heute, den nach dem Bundesliga-Torjäger zu werden, ach, den DFB-Pokal zu holen, Leute. Dass sozusagen Lewandowski nicht nur Bundesliga-Torjäger ist, sondern DFB-Pokal. Torjäger ist. Und das ist halt unser Ziel, Leute. Und aber erst nach dem Champions League-Turnierspiel, da wird gefeiert, richtig. Wird nochmal richtig, nochmal Tempo-Fußball gezeigt hier in Berlin. Um halt den DFB-Pokal nach Hause zu holen, Leute. Und ja, den nach Hause zu holen. Das ist unser Ziel, den Titel nach Hause zu holen, Leute. Und ich hoffe, dass wir heute drei Punkte, wieder zwei, drei Tore schießen in der ersten Hälfte, wieder Druckfußball spielen und dann halt ends machen. Es schaffen, den Ding zu gewinnen. Alter, Nürnberg war das ja gut. Alter, Nürnberg war mega, fand ich. Nürnberg war, und die zwei Torjäger, die werden wahrscheinlich die Spieler sein, die des DFB-Pokal entscheiden werden, vermutlich, Leute. Vermutlich entscheiden werden. Wir werden sehen, wir werden das Spiel sehen, wenn nach 90 Minuten. Am besten wäre halt am Anfang gleich wohl ein, zwei Tore schieße, dass das Spiel komplett safe ist, Leute. Und das ist unser Ziel, gleich am Anfang Tempo-Fußball. Und das ist unser Ziel, Leute, Tempo-Fußball. Und somit vielleicht in der ersten Hälfte schon das Spiel zu entscheiden für den FC Bayern, Leute. Zurzeit, die Bayern-Spieler sind noch nicht so im Voraus, aber. Alter, nee, jetzt geht da noch der Live-Ticker ohne den. Oh Mann. Jetzt ist das Ding aber wirklich bescheuert. Das ist alles gar nicht mehr funktioniert, dass man die Aufstände nicht sieht. Dass man alles nicht mal sieht, das ist echt nervig, Leute. Was? Was irgendwas richtig buggy, Leute, beim letzten Update passiert, Leute.
Das ist irgendwas buggy gewesen, aber extrem buggy. Das ist irgendwas verbuggt worden, dieses Update, Leute. Okay, aber Leverkusen spielt gut mit, Leute, heute. Aber Bayern kommt jetzt langsam mal. Boah, oh, continue, Alter, der Ball wird so schön gelaufen, aber er ist abgeprallt worden. Aber es sieht gut aus für den FCB. Bayern hat, ach ja, ja, die Top-Chance. Und Bayern will natürlich früh hier noch ein Tor schießen. Und Bayern spielt ruhig und sagt. Ah, schade, Lewandowski wäre fast drankommen. Fast wäre er drankommen, Alter. Oh, Alter! Und Lewandowski macht sein Tor für den FC Bayern München. Und Bayern führt 1-0. Und das ist für uns gut und wichtig, dieses Tor. Wir führen 1-0, das war wichtig. Und Lewandowski macht sein fünftes Tor. Somit ist er jetzt gleich noch ein Tor mehr, dann ist er alleinige. Lewandowski braucht noch ein Tor, dann ist er alleinige Torjäger. Er hat jetzt sein fünftes Tor, Leute. Und der Nürnberger hat 58. Das heißt, Lewandowski braucht noch ein Tor. Wir müssen Lewandowski noch ein Tor schenken. Und dann ist Lewandowski bei den Titel, ist bei beiden Wettbewerben Torjäger. Und das wäre halt mega, Alter, bei der Bundesliga ein Torjäger zu werden und in einem DFB-Pokal. Und jetzt mal gucken, was Leverkusen jetzt macht. Ah, bisschen jetzt schnell genug hinkommen. Ah, schade, das ist gut. Ruhig bleibe, ruhig bleibe. Ganz ruhig bleibe, sachlich bleibe. Ruhig bleibe, spielen nach Hause. 1-0. Ist noch nicht so, dass man das Spiel jetzt gewinnen kann. Ah, Versuch wär's wert, Leute. Aber Leverkusen ist noch im Spiel, Leute. Es ist nur ein Tor für Vorsprung. Nur ein Tor Vorsprung. Und Continue macht das 2-0. Bayern kann das Spiel, dominiert das Spiel mit ihren Toren, Leute. Bayern versucht Lewandowski die Tore zu machen, aber diesmal
hat halt dann Kontakt, Lewandowski den Ball nicht richtig kriegt, hat er halt keine Chance gehabt. Dann kam halt Gnabry und macht sein Tor, Leute. Muss man auch sagen, macht Gnabry halt sein Tor. Und jetzt heißt es halt, kann Lewandowski alleinige Torjäger werden? Das wäre halt unser, es ist ein gleich, es ist unser, ein bisschen unser Ziel, aber auch nicht 100%, ich das meine. Wenn man halt Lewandowski nicht auf den Besser hinspielen könnte, ein Tor macht, dann spielt man lieber auf den anderen als auf Lewandowski. So machen wir, wenn Lewandowski da ist und ein Tor machen kann, dann machen wir es. Aber 100%ig safe. Abseits, komm mal. Okay, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Einfach ruhig bleiben jetzt, ruhig. Ah, es sieht gut aus, Bayern, für beim hier den ersten und zweiten, die zweite Trophäe zu kriegen, Leute. Die zweite Trophäe steht schon mit einer Hand an dem Pott. Mit einem, wir sind an. Wir haben zur Hälfte haben wir diesen Pott schon, Leute. Zur Hälfte haben wir den Pott, Leute. Aber das Spiel ist noch lang, Leute. Ah, Lewandowski, schade. Erste Hälfte fast rum, Leute. Leverkusen muss jetzt hoffen. Kommt Leverkusen und Irchen wieder rein, Leute. Ein Tor muss Leverkusen machen, dann ist es für die. Ein Tor muss Irchen wie her für Leverkusen, sonst wird es schwer in der zweiten Hälfte. So kann man sagen, sonst wird es sehr schwer in der zweiten Hälfte hier dieses Spiel noch zu drehen, Leute. Ah, Lewandowski, Hugo. Aber es ist ruhig im Stadion, finde ich. Es ist sehr ruhig heute. Sehr ruhig, Leute. Oh, Junge, Gnabry. 3-0 werde spielen. 3-0 werde spielen entschieden, Leute. Wenn Bayern 3-0 das dritte Tor macht, ist das Spiel entschieden. Wenn Bayern noch ein Tor schießt, ist das Spiel wahrscheinlich schon entschieden. Was eh jetzt schon eigentlich schon passieren könnte, Leute. Weil es sieht nach Sieg aus. Die Spieler sind alle noch gut, haben noch gut Ausdauer und das ist wichtig. Und Bayern führt immer noch 2-0 und das heißt jetzt.
Ah, meine. Und man, die beiden versuchen jetzt alles irgendwie noch jetzt in der Anfang der zweiten Hälfte das dritte Tor zu schießen, Leute. Oh Mann, Philippe Coutinho. Oh. Jetzt wird es ein bisschen bitter, Alter. Wir haben Top-Chance und nützen die einfach nicht, Leute. Die werden einfach nicht genützt. Es muss noch ein drittes Tor her. Dann ist es auf Nummer sicher, Leute. Sind wir auf Nummer sicher. Also es muss. Und das nächste Spiel geht. Gegen Liverpool spielen wir das Champions League Spiel. Oha. Ah, das nächste. Oh, Alter, das Champions League gegen Jürgen Klopp, Alter, Jürgen. Jürgen Klopp spielen wir. Alter, das wird richtig spaßig, Leute, gegen Jürgen Klopp. Gegen den Jürgen aus Liverpool. Jürgen Klopp, Alter, das wäre. Leute, das Spiel ist entschieden. Bayern München holt sich die, denn nach der deutschen Meisterschaft zu 99,9% auch den DFB-Pokal, Leute. Vermutlich holen wir den Nachhol. Vermutlich holen wir ihn ins Ach, Leute. Vermutlich holen wir den DFB-Pokal und jetzt diesen. Und Lewandowski, ich muss, wenn es klappt, wäre noch ein Tor Lewandowski wichtig. Oh, Continuous 4-0, wer war auf dem Fuß. Ganz ruhig merken. So Leute, jetzt werden wir mal gucken, wen wir mal rausnehmen. Für die zweite Hälfte ein bisschen so, den nehmen wir mal raus. Diego machen wir mal. Diego kriegt eine Pause, so die zwei Spieler werden wir eine kleine Pause kriegen. Die zwei werden eine Pause kriegen. Aber es sieht danach aus, Leute, dass wir heute nicht gewinnen. Dass heute Leverkusen wahrscheinlich nicht gewinnt. Dass wahrscheinlich heute Leverkusen nicht den DFB-Pokal gewinnt. Ja, noch 20 Minuten auf der Uhr, Leute. Aber die 20 Minuten sind eigentlich nicht mehr zu schaffen für Leverkusen, glaube ich.
Und das entscheidende vierte Spieltor für den FC Bayern. Somit hat der FC Bayern eigentlich schon das Spiel gewonnen zu 100%. Jetzt muss nur noch das Spiel abgepfiffen werden. Jetzt muss das Spiel nur noch abgepfiffen werden. Nein, nur noch abgepfiffen. Und dann hat Bayern den zweiten Titel geholt. Und noch ein Titel fehlt da noch, Leute. So, aber das Spiel wird eine Woche später stattfinden, Leute, das Spiel. Oh Mann, aber Leverkusen will nicht aufgeben. Leverkusen will noch nicht aufgeben. Vier Tore sind nach machen. Aber das fünfte Tor ist entschieden. Aber irgendwie schafft Lewandowski nicht, irgendwie noch sein Tor zu machen für das Alleinige. Das sieht nicht danach aus, als er es schafft, Leute. Sieht nicht danach aus, Leute. Sieht nicht danach aus, Leute, ne. Es sieht nicht danach aus, Leute. Alter, er kriegt... Oh Mann, er hat jetzt die Chance gehabt, Alter. Und wieder mit aller die zweite Chance, Alter. Oh Mann, Lewandowski kriegt einfach nicht das Tor hin. Alter, er hat zwei Top-Chancen bekommen, Leute. Zwei Top-Chancen hin. Abseits. Er hat die Top-Chance gehabt, aber er hat es nicht hingekriegt. Oh Mann, das ist bitter für Lewandowski. Er wird den geteilten. Alle backt ja fast alles, Leute, hier in dem Spiel. Die Anzeige für die Auswechslung funktioniert auch nicht. Nur da oben funktioniert sie. Wow, Alter, du hast irgendwas richtig schief gelaufen, Leute, in dem Spiel. Mit dem letzten Update. Es sieht danach aus, dass Lewandowski diesmal sein es einfach teilen muss, seinen Torjägerkrone.
Er muss sie teilen, wie es aussieht, Lewandowski heute. Die Torjägerkrone muss er teilen, wie es aussieht. Es sieht danach aus, dass Lewandowski ihn teilen muss. Oh Mann, ich will's wohl. Ja, Lewandowski wird heute nicht alleiniger Torjäger. Zumindest hat er End. Ob Lewandowski. Faul, alter Schiri. Ich will unbedingt auf Lewandowski in Matruf, aber es sieht nicht danach aus, dass Lewandowski alleiniger Torjäger wird. Es klappt nicht, aber der FC Bayern München holt sich den zweiten Titel in dieser Saison. Nach der deutschen Meisterschaft auch den deutschen Pokal. Und es sieht nach Triple aus, Leute, es sieht nach Triple aus. Es sieht nach Triple-Erfolg aus, Junge. Noch ein Spiel haben wir in der Saison noch. Noch ein Spiel. Die deutsche Meisterschaft, safe. Der DFB-Pokalsieg, safe. Zwei Titel, noch ein Titel wartet noch auf uns, Leute. Und das ist der Champions League Titel. Alle, wir holen uns alle Titel diese Saison. Nächstes Jahr holen wir uns noch den europäischen Supercup, Leute. Den holen wir uns dann auch noch. Alter, was für eine Traumsaison bis jetzt, Leute. Was für eine Traumsaison in der Bundesliga und im DFB-Pokal. Ein Spiel haben wir noch in der Saison. Und jetzt holen wir uns zum zweiten. Ich glaube, es ist zum zweiten oder zum dritten Mal. Das du dritten. Können wir uns holen. Das zweite oder so. Das Double haben wir jetzt schon öfter. Aber das Triple können wir jetzt zum zweiten Mal holen in unserer Karriere im Let's Play, Leute. Hoffen wir mal, dass wir mal gucken, ob wir es schaffen. Oh, Alter, es wäre mega, wenn wir es hinkriegen würden. Es wäre mega, Leute. Aber das klingt voll beknackt, DFB-Pokalmeister, Alter. Das klingt echt nicht so gut, finde ich. Muss man ehrlich sagen. Aber wir haben es gewonnen und wir haben es gewonnen. Wir sind jetzt zum zweiten. Wir sind Doublehammer jetzt, Leute. Das Doublehammer und jetzt wartet das Triple, Leute. Die drei Titel in Folge, das Titel. Mal gucken, ob wir den schaffen, Leute. Oh Mann, das wird spannend. Danke, dass Sie direkt nach dem Spiel klar doch zu uns rübergekommen sind. Was war der Grund dafür? Wir waren einfach. Genau, das können wir schauen. Genau, wir waren einfach unglaublich, Leute. Ja, und wir müssen unsere Teammoral ein bisschen hochpushen. Wir müssen unser Team ein bisschen hochpushen, mal ein bisschen, Leute, unser Team. Leute, ich glaube, das hätte nicht anders da ausgehen können. Ne? Genau, wir konzentrieren uns aufs nächste wichtige Spiel, Leute. Ich danke Ihnen. Und jetzt kommt nur noch die Champions League. Und die tun wir jetzt erst im nächsten Spiel spielen, Leute. Champions League. So, jetzt tun wir noch Vorspule wie immer, Leute.
trainieren wir überhaupt nicht. Wir trainieren gar nicht, wir spielen nur noch. Also ich hoffe, dass wir heute wie es gegen Liverpool gewinnen. So, jetzt schauen wir uns natürlich erst noch die im Büro nochmal an. Gut, ja. 4,5 Millionen, passt optimal. Wow, alle. Alle, wir haben die Medieneinnahme 170 Millionen haben wir in einem Jahr gewonnen. Alter Schwede. Alles, alles war heftig, aber Leute, ich würde sagen, gegen Liverpool spielen wir erst beim nächsten Mal. So, mir sagt euer Peter Gaming und tschüss, bis dann und PG, bis dann.